What's poppin? Ich mag diese Begrüßung gar nicht mehr. Aber was bleibt mir jetzt übrig? Ich habe spontan nichts anderes. Hallo Internet? Hi Leute. Oh, ist das furchtbar. Gott zum Gruße. So, fangen wir an. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem neuen Video mit meiner neuen Kamera. Und es ist nicht mal eine Kamera, es ist ein neues Handy. Ich habe mir so ein Handy mit einer geilen, richtig geilen Kamera geholt, damit ich es überall aufstellen kann. Und bin einfach mal gespannt, was jetzt passiert, wenn ich hier in 4K mit 60 Frames per Second aufnehme. Ich würde heute gerne mit euch über ein Thema sprechen, von dem ich denke, dass es mir gut tut, darüber zu sprechen und es manchen von euch vielleicht ganz gut tut, es zu hören. Ich habe dieses Jahr, wie schon das ein oder andere Mal erwähnt, ein Business Coaching gemacht. Das bedeutet, ich habe mich mit einer anderen Person, die Lisa heißt, zusammengesetzt und wir haben geschaut, Jaco, was ist bei dir los? Warum ist dein Leben so ein Chaos? Was ist emotional bei dir los? Lisa hat mir geholfen, alles, was in meinem Leben stattfindet, einfach mal so anzuschauen. Warum hast du eigentlich diese und jene Probleme? Wieso bist du hier immer so wütend? Wieso bist du da immer so überfordert? Im Grunde genommen war das Ziel dieses Business Coachings, dass ich mich gut fühle am Ende. Also, dass wir alles in meinem Leben so verändern, dass ich zufrieden bin. Also im Grunde genommen dasselbe Ziel wie bei einer Therapie. Du hast Probleme, oder beziehungsweise Probleme hat man immer, aber du hast belastende Dinge, mit denen du nicht leben möchtest. Du weißt aber nicht, wie du sie loswerden sollst, weil es manchmal sehr, sehr schwierig ist, sich selbst zu erkennen und auch die eigenen Muster zu erkennen. Wie zur Hölle bin ich hier schon wieder reingekommen oder hier schon wieder reingeraten? Und dann ist es manchmal sehr, sehr cool, wenn ein anderer Mensch, der ein Talent dafür hat, sich mit dir hinsetzt und schaut, erzähl mal, und dann nach Mustern sucht und mit dir gemeinsam sozusagen diese Muster aufdeckt und dann schaut, wie kann man das anders machen. Ja, und sowas habe ich die letzten 8 Monate getan, weil ich kann das Video hier oben verlinken, das letzte Real Talk Video, wo ich alles erzählt habe, nicht alles, aber zumindest einen groben Überblick gegeben habe, was die letzten 2 Jahre bei mir passiert ist. Und ja, dadurch gab es natürlich ein krasses Down. Ich war extrem weit unten, psychisch, mental, körperlich, alles. Und ich habe das einfach als Zeichen gesehen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, zu beginnen aufzuräumen. Und das habe ich gemacht und es war nicht einfach, aber ich habe super, super viel in diesen letzten 8 Monaten gelernt und habe auch Dinge aufgearbeitet, die schon vor einem Trauerfall oder vor einem Burnout oder vor irgendwas anderem da waren. Nur eben nicht in dieser heftigen Form, wie sie dann in dieser Krise emporgebrochen sind, sage ich mal. Deswegen hat ja auch irgendwie jede Krise seinen Sinn, ne? Also man kann auch sehr, sehr viel daraus lernen und mitnehmen und einen kleinen Werkzeugkasten zusammenstellen, mit dem man dann irgendwie ein bisschen smarter durchs Leben geht, sage ich jetzt mal. Genau, ja, und ein Thema ist in diesem Coaching ganz, ganz groß gewesen und das ist das Thema, an dem ich unter anderem dieses Jahr mit am allerstärksten gearbeitet habe. Und ich traue mich jetzt schon darüber zu sprechen, trotz meines Perfektionismus, weil ich wirklich sagen würde, ich habe dieses Thema größtenteils aufgearbeitet. Ich habe es geschafft, dieses Riesenproblem, was ich mit mir hatte und der Welt, gelöst. Ja, ich bin noch kein Profi darin, aber ich habe den Werkzeugkasten und bin mitten in der Übungsphase. Und weil ich weiß aus vielen vergangenen Videos, dass ihr das auch kennt, reden wir jetzt darüber. Und zwar geht es um das Thema Grenzen setzen und noch vieles mehr, aber so nenne ich das jetzt mal roundabout. Ja. Wenn ich an die Vergangenheit auf dem Kanal Jaco Wusch denke, denke ich zum Beispiel an Videos wie Ich bin nicht authentisch. Das war ein Video, was ich in Kambodscha in einem Pool gedreht habe, wo ich gesagt habe, ich bin nicht echt. Ich weiß nicht mehr zu 100%, was ich alles in diesem Video gesagt habe, aber ich weiß, dass es darum ging, dass ich beispielsweise
naja, bei Taxifahrern nicht sagen kann, was ich wirklich will oder mich nicht traue, also sozusagen meine Bedürfnisse nicht aussprechen kann und ich eigentlich nicht wirklich sage, was ich mir wünsche oder wie ich mich fühle oder und so weiter. Auch dieses Jahr habe ich ein Video zum Thema Grenzen setzen gemacht, als ich in der Badewanne lag. Da habe ich noch über meine Freundin Anne geredet, die gesagt hat, ah, du kannst nicht so gut Grenzen setzen. Das war so ein bisschen der Anstoß, dass auf einmal dieses Thema Grenzen setzen in mein Leben kam. Das kann ich auch mal hier irgendwo verlinken. Das war eigentlich ein recht solides Video, würde ich sagen. Aber noch der ganz, ganz kleine Anfang von einer sehr großen Reise, die ich danach gemacht habe. Ja, ich habe da mit meinem Coaching angefangen und relativ schnell wurde mir in diesem Coaching bewusst, was mein Problem ist. Denn es ging in diesem Coaching natürlich, da es ein Business-Coaching war, sehr, sehr viel um berufliche Dinge. Und unter anderem ging es darum, natürlich den Menschen um mich herum, mit denen ich zusammenarbeite, zu sagen, womit ich überfordert bin oder zu sagen, was ich will oder was ich nicht machen will. So, wenn ich Anfragen reingekriegt habe von meinem Management, dass ich sage, das möchte ich nicht machen oder okay, das finde ich cool, aber ich möchte es erst 2 Monate testen und dann weiß ich trotzdem nicht, ob ich es machen will. Also die Wahrheit sagen. Oder hey, ja, also das klingt super spannend, das Produkt benutze ich selber. Ich würde es gerne vorstellen, aber nur unter der Voraussetzung, dass ich das so und so machen kann. Oder nur unter der Voraussetzung, dass ich das ganz authentisch in einer Instagram-Story sagen kann und da jetzt nicht so ein Werbevideo auf YouTube oder so für machen muss oder so, weil dazu habe ich eigentlich keine Lust. Und diese Aufgaben habe ich im Business Coaching bekommen, weil ich habe natürlich meinem Coach ganz, ganz ehrlich gesagt, was ich will und was ich nicht will und habe mich da ehrlich gezeigt und mich sogar echt dafür geschämt, diese Sachen zu sagen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss zu allem Ja und Amen sagen und für alles dankbar sein und überhaupt froh sein, dass ich überhaupt mich irgendwer fragt, ob er mit mir zusammenarbeiten kann. Und wer bin ich jetzt, dass ich was nicht machen will? Es hat mich schon Überwindung gekostet, zu meinem Coach zu sagen, ich will das gar nicht machen. Und dann habe ich natürlich diese Hausaufgaben bekommen mit den Leuten. Das war jetzt nur ein Beispiel mit dem Management. Das kann auch, keine Ahnung, Sam für den Podcast sein oder mein Freund Kevin, der mit dem ich auch zusammenarbeite, zu sagen, ey, sorry, aber nein, das geht so nicht, wie wir das jetzt machen. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, Blockade. Ich habe Hausaufgaben gekriegt, ich konnte meine Hausaufgaben nicht machen, weil ich einfach nicht wusste, wie man das macht. Das klingt jetzt verrückt und manche von euch werden fragen so, hä? Aber andere verstehen es vielleicht. Ich wusste nicht, wie man das macht, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, du hast mich da doch was gefragt, ich möchte es ehrlich gesagt nicht machen. Oder, sorry, ich kann dir am Samstag nicht helfen, diese Woche ist so pickepacke voll, ich brauche den Samstag für mich. Oder, ja, einfach nein. Nein, danke. Sorry, aber nein. Ich kann nicht, weil. Oder ich hätte ehrlich gesagt gerne das und das. Oder ich würde gerne das und das machen. Oder kannst du das auch fragen, kannst du das und das für mich machen? Ich habe gemerkt, dass ich überhaupt nicht in der Lage dazu bin, nicht nur Grenzen nicht zu setzen, sondern auch meine Bedürfnisse nicht zu kommunizieren. Ich hatte ständig das Gefühl, ich bin unverschämt, ich bin zu laut, ich störe und ich mache es jemand anderem unkomfortabel. Ja, das war ständig mein Gefühl. Wenn jemand mich gefragt hat, hey Ojako, hast du Lust am Samstag mit mir ins Kino? Dann hatte ich das Gefühl, ich kann ja jetzt nicht nein sagen, weil wenn ich zum Beispiel nicht ins Kino wollte. Ich kann ja jetzt nicht nein sagen, weil diese Person will ja voll gerne ins Kino. Und wenn ich jetzt nicht mit ins Kino komme, dann
dann weiß ich ja gar nicht, was emotional bei dieser Person passiert, weil vielleicht ist sie total enttäuscht oder sie mag mich da nicht mehr oder ich, diese Unwissenheit, was dann passiert, ob dann, ich weiß gar nicht, was ich mir da ausgemalt habe, was soll denn da passieren, wenn jemand mich fragt, wenn ich jemanden frage, willst du mit ins Kino kommen und er sagt so, nee, dieses Wochenende nicht, dann denke ich da gar nicht weiter drüber nach. Dann frage ich die nächste Person oder ich gehe allein ins Kino oder ich bleibe zu Hause. Ja. Aber das habe ich super schnell gemerkt, dass ich nicht in der Lage dazu bin, Menschen A zu sagen, was ich nicht möchte und erst recht nicht zu sagen, was ich möchte. Ich möchte, dass wir Dinge anders machen. Ich möchte, dass du das und das machst. Ich würde mir wünschen, dass du mir hierbei hilfst. Ich wünsche mir, dass sich dieses und jenes verändert. Und das fing schon im Kleinen an. Das fing schon an, wenn es im Restaurant darum ging, zu sagen, Entschuldigung, Sie haben mir kein Besteck gebracht. Das konnte ich eine Zeit lang nicht. In der Zeit, wo es mir sehr schlecht ging, natürlich nicht. Davor konnte ich das schon so ein bisschen, aber ein Thema war das schon immer bei mir. Und wenn ihr mich jetzt fragt, warum nicht, dann würde ich sagen, keine Ahnung, vielleicht ist dann der Kellner voll peinlich berührt, weil er einen Fehler gemacht hat. Ich will ihn ja nicht in die Situation bringen. So die, das ist die kleinste Emotion, die ich in einer anderen Person auslösen könnte, hat dazu geführt, dass ich selbst nicht gehandelt habe. Immer Freeze oder Flucht. Und das ist ein wirklich sehr, sehr stressiges Leben, kann ich euch sagen. Oh mein Gott. Das Ganze hat sich natürlich in den letzten 2 Jahren komplett zugespitzt. In den Jahren davor war das nicht so krass, da hatte ich ein total aktives Sozialleben. Ich hatte sehr, sehr viele Leute um mich rum, die genauso getickt haben wie ich, wo ich eigentlich mich ständig sicher gefühlt habe, mich ständig angenommen gefühlt habe. Und wenn ich dann mit diesen Leuten unterwegs war, war ich auch sehr, sehr mutig und extrovertiert und habe mich sehr, sehr frei gefühlt. Aber mit dem Umzug nach Berlin und auch mit dem Wegzug von einigen Freunden hier, und dann halt auch noch mit diesem krassen Trauerfall und den ganzen so Social Anxiety Sachen, die kamen, habe ich schon gemerkt, wie das so krasser wurde. Wie dieser Komfortkreis so immer mehr zusammengeschrumpft ist und dass ich das nicht so gut konnte halt noch nie, dass ich schon immer so viel, übertrieben viel Rücksicht genommen habe, auch in Situationen, wo es nicht mal nötig war, das ist halt einfach extrem geworden, bis ins absolut Absurde, sage ich jetzt mal. Wozu hat das geführt? Was hatte das für Folgen? Das hatte zur Folge, dass ich immer einsamer wurde. Ja. Denn wenn du nicht für dich einstehen kannst, wenn du nicht sagen kannst, was du brauchst, um dich sicher und gut zu fühlen. Wenn du keine Grenzen setzen kannst, wenn du nicht Nein sagen kannst, also wenn du weder kommunizieren kannst, was du brauchst, um dich gut zu fühlen, noch sagen kannst, das kann ich nicht tun, weil dann fühle ich mich nicht gut, dann bist du schutzlos. Und wenn du schutzlos bist, dann beschützt du dich. Und vor was muss man sich beschützen? Wenn das alles mit der Kommunikation von Menschen zusammenhängt. Vor Menschen. Versteht ihr, wie ich das meine? Es klingt jetzt so, als wäre ich jetzt gar nicht mehr vor die Tür gegangen und würde irgendwie das Haus nicht verlassen und hätte keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. So ist es natürlich nicht. Ich spreche jetzt gerade im sehr, sehr übertriebenen Sinne. Aber vielleicht kennen ein paar Leute von euch, und das weiß ich, weil ich eure Nachrichten lese, dieses Gefühl davon, ganz, ganz unsicher und ungeschützt unter Menschen zu sein, weil man sich nicht klar abgrenzen kann. Weil man nicht sagt, ich brauche das, ich will das, ich möchte jetzt das machen, ich würde mir das wünschen, es wäre so toll, wenn wir das machen würden. Oder ich brauche jetzt einen Rückzug. Sorry Leute, ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich. Hey, ich brauche jetzt Ruhe. Sorry, da kann ich nicht. Oder eben auch, nein, ich will nicht und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Die Grenze funktioniert in beiden Dingen. Also dafür zu sorgen, ich glaube, ich habe auch im letzten Video eine gute Grafik dazu gemacht, dass man diesen Schutzkreis um sich hat. Und auf der einen Seite diesen Schutzkreis, den man um sich hat, abwehrt vor Dingen, die nicht gut für einen sind. Das müssen keine schlechten Dinge sein.
Es gibt Dinge, die sind ganz toll, aber die sind nicht das Richtige für dich. Zum Beispiel liebst du es zu schwimmen. Und jemand fragt dich, möchtest du Samstag mit mir schwimmen gehen? Und eigentlich ist es eine richtig coole Sache. Aber in dieser Woche ist es nicht die richtige Sache für deinen Schutzkreis, sage ich jetzt mal, weil du 6 Tage wie eine Geisteskranke gearbeitet hast und weißt, du brauchst ganz doll Zeit für dich alleine zu Hause, um runterzukommen. Oder du willst diese eine Sache machen, um endlich beruhigt zu sein, dass du willst die Steuererklärung am Samstag machen und willst dich besser fühlen. Und deswegen ist es für diesen Schutzkreis wichtig, dass du sagen kannst, nein, ich möchte nicht am Samstag schwimmen gehen. Kannst natürlich sagen, warum. Wir können ja alle miteinander reden und uns Dinge sagen, warum wir Dinge nicht machen wollen. Genauso aber auch, diesen Kreis hier drin voll zu halten, weil du kannst eine Grenze auch hier ziehen, aber du kannst eine Grenze auch hier ziehen und sagen, hier drin sind die schönen Dinge, die ich haben möchte. Ich möchte gerne jetzt eine Pizza bestellen anstatt asiatisch. Das würde mich sehr freuen, weil ich liebe es, Pizza zu bestellen. Der andere kann ja immer noch sagen, ob er da keinen Bock drauf hat. Und vielleicht isst du am Ende des Abends auch asiatisch, weil ihr einen Kompromiss geschaffen habt und es erst nächste Woche Pizza gibt. Aber ihr habt zumindest drüber gesprochen und du hast gesagt, was dich glücklich machen würde. Oder du sagst, es würde mich glücklich machen, wenn ich dich nächste Woche mal sehen würde. Es würde mich glücklich machen, wenn wir mal wieder telefonieren würden. Ich brauche jetzt Zeit für mich. Ich brauche jetzt eine Kugel Eis. Ich habe vor kurzem mal wieder, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Jetzt von Eckhart Tolle, The Power of Now im Englischen, gelesen. Alle 5-6 Jahre kram ich dieses Buch mal wieder raus. Da fand ich auch einen Gedanken von Eckhart Tolle mal wieder sehr, sehr spannend. Also das Buch ist sowieso toll. Wenn ihr das noch nie gelesen habt oder mal wieder lesen wollt, wir wollen das im Buchclub nächsten Monat lesen. Also AbonnentInnen von mir haben einen Discord-Channel erstellt, das Wushuversum. Und dort gibt es auch einen Buchclub. Der Plan ist eigentlich, jeden Monat oder jeden zweiten Monat irgendein cooles Buch zu lesen. Und man kann halt mitmachen, wenn man Bock auf das Buch hat. Und wenn ihr Bock habt, jetzt von Eckhart Tolle mitzulesen, dann könnt ihr mal unten in die Infobox gucken. Da schreibe ich einfach mal eine Beschreibung rein, wie ihr euch da anmelden könnt. Dafür braucht ihr halt die Discord-App. Und dann könnt ihr euch da mit den Leuten austauschen. Und einen Part fand ich extrem spannend in Bezug auf dieses Thema wahrhaftig sein. Also wirklich sagen, was brauche ich, was will ich und so weiter. Und zwar sagt er, es gibt bewusste Gedanken und das sind die Gedanken, die wir kennen. Vielleicht seid ihr narrative Denker und ihr hört eine Erzählerstimme in eurem Kopf, die ihr seid, die kommentiert. Oder ihr seid so, ich bin so ein bisschen abstrakte Denkerin. Das ist eher so visuell, aber das ist so das, was man wirklich als Denken wahrnimmt. Und dann gibt es ja ein Gefühl, dann gibt es ja Gefühle. Und die Gefühle nennt er unterbewusste Gedanken. Okay, nehmen wir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, ihr seid zu Besuch bei FreundInnen oder Bekannte. Und die gucken dich an und sagen, hey, wollen wir Indisch bestellen? Und du merkst, die haben alle richtig Bock auf Indisch. Aber du magst überhaupt gar kein Indisch. Du findest Indisch überhaupt nicht lecker. Und du denkst aber von dir, ich bin eine höfliche und rücksichtsvolle Person. Und diese Menschen scheinen sich zu freuen, dass sie Indisch bestellen. Ich möchte sie jetzt nicht in diese unangenehme Situation bringen, wegen mir etwas anderes bestellen zu müssen. Also sagst du, gerne, ja, Indisch ist okay für mich. Was ist dann wirklich du? Deine Gedanken wie, oh, ich möchte, dass die sich wohlfühlen. Ich möchte denen keine Umstände machen. Ich bin ein höflicher Mensch. Ist das deine Identität? Bist das wirklich du? Ist das wirklich wahrhaftig du? Oder ist wahrhaftig du dieses Gefühl hier, das sticht und sagt, oh fuck, ich habe gar keinen Bock auf Indisch. Ich habe schon sehr, sehr oft in meinem Leben Pizza mitbestellt, obwohl ich von Pizza Bauchschmerzen bekomme. Meistens jedenfalls. Weil ich gemerkt habe, alle sind so begeistert und wollen Pizza essen. Und dann wollte ich dem Ganzen nicht im Weg stehen. Ja, aber im Grunde genommen haben diese Leute, und auf diesen Punkt wollte ich kommen, in dem Moment nicht wirklich mit mir geredet, sondern mit etwas, das ich sein möchte. Mit etwas, das ich, wo ich tue, als ob ich das bin. Und das ist genau das, worüber ich heute gerne insgesamt sprechen wollte und worauf ich hinaus wollte. Wenn man
immer höflich ist, wenn man seine Grenzen nicht absteckt, wenn man nie Nein sagt, um höflich zu sein, wenn man nie Nein sagt, um sich selbst zu schützen, wenn man nie Nein sagt oder selten Nein sagt und häufig Ja sagt, um gemocht zu werden, um nicht, um dazu zu gehören, um Konfrontation aus dem Weg zu gehen, dann ist es nicht nur so, dass man selbst vielleicht sich wie ein Opfer fühlt, weil es einfach man sich dann fühlt. Man fühlt sich wie ein Flummi, der hin und her geworfen wird, immer in der Hoffnung, dass der richtige Mensch es in die richtige Richtung wirft. Und wenn nicht, dann hat man das Gefühl, irgendwie hilflos zu sein. Sondern man ist nicht echt. Man ist nicht echt. Und das ist etwas, was ich dieses Jahr ganz, ganz stark gelernt habe, dass ich authentisch sein möchte. Und zwar nicht nur, indem ich mich ins Internet setze und sage, hey Leute, das ist mein wahres Ich und euch komplett preisgebe, wer ich bin und mein Seelenleben auf links drehe. Sondern auch im Alltag, auch bei meiner Familie, auch bei FreundInnen, bei Bekannten, bei GeschäftspartnerInnen, in meinem gesamten Berufsleben möchte ich echt sein. Ich möchte authentisch sein, ich möchte wahrhaftig sein. Und was ich noch viel mehr möchte, und das ist der Grund, warum ich das hier erzähle und warum ich das auch euch erzähle, weil ich weiß, dass viele Menschen von euch auch Probleme mit Grenzen setzen haben und diese Problematik eben auch haben. Es macht einsam. Und es macht nicht nur einsam, weil man vielleicht zu Hause bleibt das ein oder andere Mal, weil man nicht weiß, was passiert und ob man sich wirklich selbst schützen kann, weil man genug Selbstsicherheit hat, sich selbst liebevoll abzugrenzen und Bedürfnisse auszusprechen, sondern es macht auch einsam, weil die Leute dich nicht kennen. Die Leute wissen nicht, was du wirklich denkst. Die Leute wissen nicht, was du wirklich fühlst. Dann fühlst du dich bei den Leuten auch nicht sicher. Weil es ein schönes Gefühl ist, wenn Person A sagt, wollen wir Pizza bestellen? Und Person B sagt, davon kriegt Giacomo mal Bauchschmerzen. Lass mal wo bestellen, wo sie auch was anderes bestellen kann. Das ist ein schönes Gefühl. Wenn Leute wissen, bei der Thematik können sie dich jederzeit um Hilfe fragen, weil du das total gerne machst. Und bei der Thematik fragen sie jemand anderen, weil du damit total strugglest. Weil es ein schönes Gefühl ist, wenn Leute Witze über dich machen können, weil sie dich bis in dein tiefstes Inneres kennen. Weil es einfach einen verbindet, wenn jemand dir eine Frage stellt und du ganz ehrlich antwortest und als Resonanz darauf keine Ablehnung bekommst. Weil wenn du dich wirklich zeigst und wirklich so bist, wie du in deinem tiefsten Inneren bist, nicht das, was du denkst, ich will höflich sein, ich möchte ein guter Mensch sein, ich möchte niemandem auf den Sack gehen, ich will ethisch so und so sein und so weiter, sondern das Gefühl, was du wirklich hast. Wenn du Grenzen setzt, dann wissen Menschen, was du magst und was du nicht magst. Und wenn du dich so wirklich zeigst, dann kommen auch die richtigen Leute zu dir. Wenn du zum Beispiel immer so tust, als ob du perfekt wärst, dann wirst du Menschen anziehen, die auch so sind, wo es wichtig ist, dass du immer perfekt tust. Wenn du aber wirklich zeigst, wie du bist, was du magst, was deine Vorlieben sind, was du brauchst, was du willst, was du nicht magst, was du nicht willst, dann werden sich Menschen um dich rumscharren, die so ähnlich ticken wie du, die dich so akzeptieren, wie du bist, die dich so gut finden, wie du bist. Ja, ich habe auf jeden Fall dieses Jahr sehr doll daran gearbeitet und es fiel mir super schwer. Ich habe auch viele Fehler gemacht. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang eine Grenze bei meiner Mama gezogen, in der Zeit, wo es ihr so schlecht ging, und habe versucht, ihr irgendwie ehrlich mitzuteilen, wie ich mich fühle. Habe das per WhatsApp-Nachricht gemacht, weil ich es nicht aussprechen konnte. Habe es total furchtbar formuliert, sodass sie mich falsch verstanden hat und dass sie ganz traurig war. Und das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Also ja, wenn man anfängt, das zu tun, können Dinge passieren, die andere Menschen falsch verstehen oder die andere Menschen vielleicht auch noch gar nicht von dir kennen, weil sie dich noch gar nicht kennen, weil du dich nicht ehrlich gezeigt hast bei diesen bestimmten Menschen. Und vielleicht werden manche Menschen das auch doof finden, dass du Nein sagst oder dass du auf einmal sagst, dass du Dinge brauchst, die sie dir vielleicht gar nicht geben wollen, weil bisher warst du doch immer so schön einfach und flexibel. Und vielleicht passieren Missverständnisse oder du bist noch nicht so gut da drin, das auszudrücken. Aber es ist auf jeden Fall eine Übung. Und ich habe mir am Anfang des Jahres etwas ausgedruckt. Das hat mir mein Coach empfohlen. Das habe ich mir an die Wand gehängt. Und zwar ist es, wenn ich die Wahrheit sage, bin ich frei.
dieser Satz hat mir total geholfen. Ich habe sogar überlegt, ihn mir zu tätowieren, ehrlich gesagt. Weil ich gemerkt habe, ich kriege keine Luft mehr. Ich sage zu so vielen Dingen Ja und Amen. Ich gehe immer ans Telefon. Ich sage niemals Stopp. Ich halte einfach nur aus, weil ich nicht Nein sage, weil ich nicht sage, was ich brauche, dass ich Platz brauche, Freiraum brauche, Urlaub brauche, dass ich gerade nicht zuhören kann, dass es mir zu schlecht geht, um zu helfen, weil ich das alles nur ausgehalten habe, um auf gar keinen Fall Grenzen zu setzen, habe ich das Gefühl gehabt, ich ersticke. Und dieser Satz, wenn ich die Wahrheit sage, bin ich frei. Nein, ich will das nicht machen. Nein, das kann ich nicht machen. Mir geht es zu schlecht dafür. Ich melde mich irgendwann, falls ich das nochmal machen will. Nein, ich kann nicht helfen. Kann mir bitte jemand helfen? Ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche das und das. Ich würde so mir das und das wünschen. Wenn ich das ehrlich sage, dann bin ich frei. Weil die Wahrheit macht mich frei. Also wirklich sagen, was hier für ein Gefühl ist. Weil das hier ist nicht die Wahrheit. Das hier bin nicht ich. Das ist nicht wahrhaftig. Das ist nicht wirklich Jaco. Das, was hier ist, ist Jaco. Aber das hier habe ich jahrelang nicht ausgesprochen. Aber das hier, das ist crazy gegangen. Und wenn du das nie aussprichst, dann musst du hier oben, dann wird es richtig anstrengend. Weil du musst es ja alles irgendwie jonglieren können. Ja, und das ist schön. Das ist schön und das möchte ich euch mitgeben. Ich habe in den letzten Jahren auf YouTube immer nur erzählt, ich bin so und so, ich bin nicht authentisch und ich habe aber nie was verändert. Und dieses Jahr habe ich wirklich, war ich mutig. Und das, ja, Leute, es hat mich so viel Überwindung gekostet. Ich habe teilweise einen Puls von 160 gehabt, wenn ich jemandem eine SMS geschrieben habe, in der ein Nein stand. Und es hat mich so viel Kraft gekostet, aber ich habe richtig gemerkt, wie Steine von meinen Schultern gefangen sind. Ich habe das Gefühl, ich wiege jetzt nur noch ein Drittel so viel, wie ich es vor einem halben Jahr gewogen habe. Und das ist es auf jeden Fall wert. Egal, wie viel Mut es gekostet hat. Und jeder kleine Schritt war ein Schritt Richtung Freiheit, war ein Schritt Richtung Echtheit. Und das ist etwas, was ich mir für mein zukünftiges Leben wünsche. Ich möchte wirklich widerspiegeln in meinen Worten und meinen Taten, wer ich wirklich bin. Egal, auch wenn es hässlich ist. Auch wenn es mal nicht supportive ist. Und auch wenn es mal nicht höflich ist. Weil bei den Leuten, mit denen ich rumhängen will, ist sowas nicht unhöflich. Bei anderen vielleicht schon, aber nicht bei den Leuten, die ich in meinem Leben haben will. Ich möchte wirklich ich selber sein und nicht so tun, als wäre ich eine perfektere Version als das, was ich bin, nur damit Leute mich nicht ausschließen, nur damit Leute mich mögen, nur damit ich nicht in konfrontative Situationen gerate. Ja, das erfordert eine Menge Wahrhaftigkeit und eine Menge Integrität, aber das sind auf jeden Fall zwei Dinge, die ich anstrebe und zwei Dinge, die nicht nur gut klingen, so, ja, ich möchte integer sein und ich möchte wahrhaftig sein und authentisch und das ist das, was ich anstrebe. Ich möchte das machen, um frei zu sein. Ich möchte frei sein. Ich möchte abends in den Spiegel gucken und nicht so wie in den Spiegel gucken und mit mir leben können. Ich möchte in den Spiegel gucken und denken, hast gut auf dich aufgepasst. Jetzt kannst du dich ins Bett legen, die Augen zu machen und ganz beseelt einschlafen, weil du hast dir keinen Ballast aufgeladen, den du nicht verdient hast und den du gerade nicht tragen kannst. Schön war's. Sehr lang war's auf jeden Fall. Es war schön, dass ihr da wart. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare eure Meinung, eure Gedanken, eure Geschichten, eure Struggles. Kommt auf den Discord-Server. Dort könnt ihr euch auch austauschen. Dort könnt ihr in den Buchclub eintreten. Ich schreibe alles unten in die Infobox und ja, ich weiß gar nicht, was wir heute für einen Tag haben. Lade ich dieses Video heute und morgen noch hoch. Ja, nur, dass ihr Bescheid wisst. Am Freitag startet im Wush-Shop der Black Friday Sale. Wir machen das über den November, um die Produktion ein bisschen nachhaltiger zu gestalten dieses Jahr. Also wer da mal gucken will, schreibe ich das unten in die Infobox auch. Ja, das sind, glaube ich, alle Informationen, die ich euch zu meinem aktuellen Stand mitgeben kann. Außer, dass ihr süß seid. Und klein. Aber nicht geistig. Mental und emotional seid ihr groß und stark, aber ihr seid klein wie ein Vögelchen, so süß. Aber nicht, weil ihr Frauen seid,
sondern einfach nur, weil ihr süß seid, versteht ihr? Also ihr seid ja auch nicht alles Frauen. Ihr seid ja auch andere Menschen. Das ist alles sehr verwirrend. Aber es wurde mal darüber gesprochen, dass süß und klein problematisch sein könnte, weil man das Frauen ja so nachsagt. Aber ich sag nicht, ihr seid süß und klein wie Mädchen. Ich sag, ihr seid süß und klein wie kleine Vögelchen. Auch wenn ihr vielleicht 1,90 Meter groß seid und Bauarbeiterin oder Bauarbeiter seid, seid ihr trotzdem süß wie ein Vögelchen. Versteht ihr? Ich sollte dieses Video jetzt beenden. Das ist furchtbar, was ich hier erzähle. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss.